Hallo und willkommen zu einem Special Video und zwar über den Informationen, die Wünsche bei Persona 5. Ja, also Persona 5 wurde zumindest mal bestätigt, schon aus Golden rausgekommen ist, wurde es bestätigt, dass Persona 5 am Machen ist. Und ja, im Internet gibt es einige richtige und einige Fanmade und einige, ja, Fake. Also die Bilder, die ich jetzt zeige, sind kein Fake. Die sind alle echt von Atlus höchstpersönlich gemacht. Also zunächst mal, wie ihr seht hier, den Jahrgang spielt es 2015. Und ja, 2 Jahre voraus. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieses Spiel 2015 erscheint. Nee. Denn bei Persona ist es so, dass es immer 1 Jahr voraus ist. Das ist klar. Ich weiß noch, wo Persona 4 für PS2 rausgekommen ist. 2011 oder so. Ja, da war auch das Jahr fast 2012, ja. Schon aus der Anime rausgekommen ist, war das auch 2012. Glaube ich mir zumindest, ja. Also, es könnte jetzt sicher sein, das Spiel kommt definitiv nicht am 2015. Nee, noch 2 Jahre warten, vergiss es. Nee, da habe ich echt keinen Bock. Also 5 Jahre eigentlich. Nee. Doch 5 Jahre? Nee, also etwa 4 oder 5 Jahre ist ja Persona schon raus. Also Persona 4 schon raus, also. Ja. Ich möchte nicht nochmal so lange warten. Okay, dann noch zum nächsten Bild. Also hier, wie man sieht, ja, irgend so eine Frau, ja, Persona 5 bestätigt. Und was ich ziemlich an diesem Bild witzig finde, ich kann voll nicht entscheiden, ob die fett ist oder nicht, weil hier und da oben, ich kann es einfach nicht entscheiden, ob sie fett ist oder nicht. Und vor allem der Mund da, hält sie die Finger vor dem Mund oder ist das da der Mund oder ja. Okay, aber ja, wer die ist, das ist auch schon bekannt. Da wir zuerst mal zum nächsten Bild. Und zwar hier der Protagonist. Ja, ich glaube, der ist Protagonist. Und das ist sein Hauptpersona. Und ich kann kein Gott in dieser Persona erkennen. Naja, wo ich Izanagi aus erstmal gesehen habe, habe ich auch nicht geglaubt, das sei ein japanischer Gott, aber. Aber ja, dieses Bild ist ja schon recht alt und ich weiß noch, wo ich das Bild als erstes Mal gesehen habe, habe ich voll gemeint, dass der da irgendeine von Ninja Gaiden Sigma Plus 2 da eine schwarze Ninja-Clan ist, ja. Wegen die 4 Auge. Als ich das zuerst mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, what the fuck? 4 Auge? Ein Spinner oder was? Ja, das habe ich mir gedacht, zumindest. So, und danach hier der Weltraum in Persona 5. Also, was ich gelesen habe, die Bestätigung ist, dass der Weltraum ja ein Zug ist, also eine Lokomotive, würde ich sagen. Ja, eine Lokomotive ist der Weltraum und der Igor wieder dabei und diesmal mit 3 Assistenten. Also, ein Boy, also der hier, die hier und Mary. Ja, Mary ist bestätigt worden. Mary ist eine der Assistentinnen, aber ich glaube, ja, das wird nicht gezeigt. Also ja, Mary, sie sorgt, ja, also die Aufgabe ist schon auch schon bekannt, was die 3 Assistentinnen, Assistent und Assistentin machen. Ja, Mary sorgt für Wetterfokus und Tagesberichte, also so wie bei Persona 4 Golden sagen, welcher Tag, welche Fusion, welcher Effekt bringt. Also der Junge da, der ist Victor und der macht Persona Compendium, also man kann bei ihm Persona kaufen und registrieren. Und diese Mädchen hier, die heißt Teba, glaube ich, ja, Teba. Und was sie macht, habe ich voll nicht verstanden. Sie macht irgendwie Spirit Compendium, ja, irgendwas Neues in diesem Spiel. Und sie ist die Tochter von Philemon. Also, ich weiß auch nicht, wer Philemon ist, aber wie gesagt, wenn es rauskommt, ist dann alles klar. Und danach kommen wir zu den Charakteren, die dem Protagonist helfen. Also, ja, das ist Hibana Osawa Oya. Also, ein ziemlich komischer Name, aber ich glaube, das ist der Codename oder sowas ähnliches. Und sie ist die Stärke hier, die Stärke Arcana. Und das ist der Persona. Ja, in der ersten Form, logisch. Und nach dem zweiten Helfer, Kazuya Gawin, Heyoka. Ja, und zwar der Jester. Ja, mich hat ziemlich überrascht, dass diesmal der Jester, der Freund, also der andere, also der beste Freund der Protagonist ist, weil sonst ist er eigentlich immer der Magier eigentlich bei die Persona. Aber Jester, ich bin sicher, das wird später noch zu Hunger, also Hungry, ja, Hunger, zu Hunger Arcana. Und danach zu dem letzten Bild, also das ist also der letzte, also da möchte ich dann meine Wünsche sagen, aber einfach dieses Bild, das war der erste Bild von Persona 5, das Atlus veröffentlicht hat. Und wie man sieht, für PS3 ist es auch bestätigt, weil es wäre ja zu komisch, wenn Persona 5 für PS4 rauskommt. Das ist einfach urkomisch für mich. Also dann, meine Wünsche. Also das zuerst einmal, bevor ich mit den Wünschen anfange, ist
Ist euch was aufgefallen? All die Charaktere sehen so, wie soll ich sagen, scheiß alt aus. Das heißt auch so, in der nächsten Persona kann es möglich sein, dass es keine Schule mehr gibt. Ja, keine Schule. Dann, wie läuft das? Ja, Early Morning, Morning und danach statt School Time, Work Time oder was? Nee, also wenn ein Persona keine Schule mehr hat, da kann ich es mir fast nicht mehr vorstellen. Ja. Ich hoffe, das ist nicht wahr. Ja. So, also ja, jetzt komme ich zu meinen eigenen Wünschen. Also ja, meine wahrsten Wünsche für Persona. Zunächst mal die Schwierigkeitsgrad. Also es gibt ja fünf Schwierigkeitsgrad von Very Easy bis Very Hard. Schon seit Persona 3 Portable. Und ich hoffe, die Schwierigkeitsgrad in Persona 5 betrifft nicht nur auf den Kampf, weil die Schwierigkeit betrifft ja nur den Kampf. Ja, in Very Hard sind sie einfach unschlagbar und wenn du stirbst, bist du einfach Game Over. Ja, ich hoffe, die Schwierigkeitsgrad betrifft diesmal auch den Social Link. Ja, irgendwie Social Link in jeder Persona. Also, ja, ich weiß nicht, ob 1 oder 2, 1 und 2 auch Social Link hat, aber einfach 3 und 4. Das ist so scheiß schwer, die Social Links. Weil gibt es jemand, der schafft, Persona 3 und Persona 4 alle Social Links zu maximieren, ohne auf eine Lösung zu schauen, ohne auf Internetlösung, so, ja, Walk Talk und so. Ja, einfach von selbst alle Social Links maximieren. Jeden Tag weißt du, was du machst. Ganz, naja, das sind nicht 365 Tage, also so bis 200 Tage und du weißt immer, was du machst. Und auch welche Entscheidung. Ja, weißt du das? Nee, das weiß niemand, Mann. Man muss alles schauen. Deswegen hoffe ich, in der nächsten Persona läuft es so. Wenn man Very Easy wählt, dann ist die Social Link auch viel leichter. Zum Beispiel, wenn eine Ausrufezeichen hat und wenn du mit ihm sprichst, dann bam, gibt es sofort ein Social Link ohne also ohne die Wahl, weil bei. Also Optionen wählen, weil wenn man die falsche Option wählt und kann man ja auch keine Social Link mehr steigen, das erhöht noch mehr die Schwierigkeitsgrad. Und ja, das funktioniert so, weil wenn du auf Very Easy spielst, dann jedes Mal, wenn jemand deine Ausrufezeichen auf den Kopf hat, musst du einfach mit ihm reden und bam, hast du schon ein Social Link gestiegen. Ja, ich hoffe, das nächste Persona ist, sind die Social Links so einfach. Und wenn du eben auf Very Hard spielst, dann dauert es irgendwie 5 oder 6 Tage, bis einer mit dir Social Link machen will. Und wenn du eine falsche Option gewählt hast, dann bam, also dreht sich die um und ja, und danach ist die wütend auf dich, ja. Also, ja, so soll dann die Social Link sein, dass ich zumindest hoffe. Und was ich auch noch stark hoffe, ist, dass es mehr Anzeige kommt, wie also die Anzeige, ich meine, die zu Wissen, Fleiß, Mut, Verständnis und so. Ja, ich hoffe, es kommt noch mehr, zum Beispiel Vertrauen. Ja, Vertrauen, das klingt doch gut. Und Bekanntheit, ja, also ich meine, der ist doch schließlich dann erwachsen, also ich denke wohl Berühmtheit oder Bekanntheit, das wäre doch nicht schlecht. Ja, das wäre doch was. Und ja, sonst fällt mir auch nichts Neues in den Sinn. Ja, also jede Person hat zwei neue Anzeige, weil bei Persona 3 gab es nur drei Anzeige, bei Persona 4 5, also muss dann bei Persona 5 7 sein, denke ich mir zumindest. Und ja, und was könnte man noch ändern? Ja, also drei Endings sowieso, ein Bad Ending, ein Normal Ending und ein True Ending, ja. Und was für Persona? Naja, ich kann nichts aus dem Persona erkennen, der vier Augen hat, also was für ein Gott es ist, weil bei Persona 3 sind es ja die griechischen Götter, ja, Orpheus, Hermes, ja, und weißt du, wie der Hedakures, Cerberus, Nemesis, ja, und bei Persona 4 die japanischen Götter, Izanagi, Tome, Jiraiya, Susanoo, Takemikatsushi. Ja, und was es für Götter kann in Persona 5 kommen? Da bin ich einfach unglaublich gespannt, ja. Ja, aber ich bin irgendwie fast so mehr oder weniger sicher, was für Götter es sein wird. Also, ich glaube, das sind die Maya-Götter. Aber ich bin nicht sicher, aber ich glaube, oder ich gehe stark davon aus, entweder die Maya-Götter oder die norwegische Götter. Ja, norwegische, wie zum Beispiel Thor, Odin und solche norwegische Götter. Und bei die Maya-Götter, ja, was, ja, also ich weiß noch, wo ich Uncharted Golden Abyss gespielt habe, da haben sie ja gesagt, also der Drake mit
Ja, mit dieser Frau, so, ja, da haben sie doch gesagt, ja, da, die Maya haben ja einen Haufen lustigen Götter, deswegen, darum bin ich auf den Sinne gekommen, dass sie bei Persona 5 Maya-Götter sind, zur Hälfte, ja, Maya-Götter. Was kann noch gut auskommen? Ja, ich glaube, irgendwie habe ich fast alles gesagt. Fällt mir jetzt noch was in den Sinn, was bei Persona 5 man noch machen könnte? Oh ja, noch etwas ist mir noch gerade in den Sinn gekommen und bitte keine Büchertrophäe. Ja, Büchertrophäe, bitte lass es aus, weil diese Büchertrophäe, das ist so scheiß schwer. Und das Dämlichste ist, diese Trophäe ist sogar Bronze. Ja, nicht mal Silber. Man hätte diese Trophäe ohne scheiß Silber machen können, weil man schafft das nur in einem Spieldurchlauf. Und ein Spiellauf benötigt 30 Stunden, auch wenn du alles überspulst, ja. Ja. Ja, aber ich denke, bei Persona 5 kann man sicher auch noch Bücher lesen, weil schon seit Persona 3 ist das möglich. Und ja. Was sollte man noch alles können? Oh ja, was mir noch ziemlich in den Sinn gefallen ist, ja, jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, wäre telefonieren. Weil bei Persona 3, Persona 4 wirst ja nur du angerufen. Aber wie wäre es, dass du denen anrufst? Ich meine, sogar bei Pokémon ist das schon möglich, dass man andere anruft mit. Ja, mit dem Telefon. Schon seit der Gold-Edition ist sowas möglich. Also den normalen Gold, nicht Hard Gold. Ja, telefonieren, das wäre doch was. Und Fahrzeug fahren, ja, nee, das bringt nicht wirklich was. Aber ich würde es irgendwie auch noch ziemlich cool finden. Also frei in der Stadt bewegen, so in Persona 4, aber mit zusätzlichen Stadt vielleicht? Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. Ja, also irgendwie eine größere Stadt aus Inaba. Also. Und ja, bis zu 10 oder 12 Zielorte. Das wäre doch was. Und man kann mit dem Zug, mit dem Bus, mit alles Mögliche, auch mit dem Motorrad. Also. Oder auch mit der Autodecke. Dieser Mann da ist sicher über 18. Also kann der bestimmt Auto fahren. ja, und was könnte man noch? Nachdenken. Ja, und. Ich glaube eher weniger, dass sowas passieren wird, aber ich hoffe auch einfach, dass die anderen Charaktere, also die Freunde des Protagonisten, auch mehr als ein Persona benutzen kann. Aber es ist immer von der gleichen Arcana. Aber ich bin nicht sicher, aber ich glaube bei Persona 3 FS konnte ja die andere Persona benutzen, weil ich habe mal gesehen, dass Aegis mal jemand anders benutzt hat als Athena bei einem Video von Persona 3, aber. Ich war mir nicht wirklich sicher, ob das wahr war oder ob das nur fake war. Aber ich hoffe einfach, die Freunde des Protagonisten können mehr Persona benutzen, aber einfach, es muss von denselben Arcana sein. Ja, das wäre das Beste. Ach ja, ja, Margaret gibt es nicht mehr, aber dafür gibt es Marie. Igor ist auch noch da und mir fällt nichts mehr ein. Ja. Oh ja, jetzt ist mir gar noch was eingefallen, ja. Bitte, der neunschwänzige Fuchs, also ja, der Kyuubi, er soll entweder aus Persona oder aus Schatten kommen, bitte. Weil ich meine, sogar Susanoo gibt es schon seit Persona 3 und bis Persona 5 hoffentlich kommt der Kyuubi. Ja, der ist ein Dämon, also viel eher denke ich wohl. Wie der höchstwahrscheinlich ein Schatten, weil ich meine, sogar Yamatano Orochi gibt es, den achtköpfige Schlange, ja. Ja, ich hoffe einfach, der Kyuubi, der neunschwänzige Fuchs, gibt es aus Persona oder Schatten in Persona 5. So. Also dann, ja, ich glaube, das wäre alles. Ich werde unten in der Videobeschreibung noch den Link von dem Persona 5 machen. Dann könnt ihr schon mal die Lieder hören. Und die Lieder von Persona 5, die sind für mich nicht gut. Also ja, bis jetzt war jedes Persona-Lied gut für mich, schon seit Persona 2. Ja, Persona 1-Lieder habe ich noch nie gehört, aber schon seit Persona 2, 3, 4 waren die Lieder der Hammer für mich. Aber Persona 5, die drei Lieder, boah, Mann, da schläft einem ja fast das Gesicht ein, kann ich nur sagen. Ja, aber trotzdem, jeder hat einen anderen Geschmack. Also dann, ciao.